So, und jetzt müssen wir gleich ein bisschen aufpassen, denn es kommt eine nicht ganz so lustige Szene. Und zwar müssen wir hier wegrennen. Moment mal. Ich glaube, hier hinten gibt es eine Atem. Nein. Und zwar müssen wir jetzt gleich wegrennen, weil hier von allen Ecken und Enden Gegner kommen. Schafft man die Szene denn, oder? Im Kampf schaffst du es, also wenn du jetzt hier kämpfst, schaffst du es nur mit unendlicher Munition. Dann ist es auch sehr einfach, aber hier ist es einfach so gedacht, dass man wegrennt. Genau, das tun wir jetzt auch. Ach so. Renn hier hin und Sheva macht die Tür automatisch zu. Wenn sie kommt. Ja, ja. Sheva, also, mal zu Sheva. Sheva ist wirklich eine gute Partnerin. Wer Resident Evil 4 gespielt hat, der weiß das zu schätzen, weil Ashley war eine absolute schlechte Partnerin zum Beispiel. Und sie ist eigentlich das genaue Gegenteil. Ich habe nie einen Teil von Resident gezockt, weil ich diese Perspektive nicht mag. Okay, ja. Das ist alles Geschmackssache und so, ne? Ja. Und wenn ich da jetzt ein bisschen mit üben würde, vielleicht mag ich sie dann auch irgendwann, aber momentan, weil ich da noch nie mit... Ja. Ich habe ab und zu mal mitgespielt, aber dann fand ich es nicht so berauschend. Lecker, ne? Ja, zu dem Ding eben, es war wieder so eine Partneraktion, Interaktion. Wir haben zusammen diese Tür aufgeglatscht, was wir alleine nicht hingekriegt hätten. Sollen wir eben nachladen? Ich lade sehr gerne nach. Ich könnte stundenlang nachladen. Ja, nur wenn nichts nachzuladen ist, dann... Ja, das ist genau das Problem. Der größte Feind in diesem Spiel ist eigentlich... wo ist es denn jetzt? Ach, hier. Nein, es sind nicht die Gegner, genau, es sind nicht die Gegner, sondern einzig und allein die Munition. So, das Mangelware also. Muni. Ja, genau. Geben wir erstmal ein bisschen Muni, so viel wollte ich ja eigentlich gar nicht geben. Also fragen wir jetzt mal an. Und wichtig, drückt immer die Partnerinteraktionstaste, wenn Sheva euch was gibt, euch heilt oder euch rettet. Denn dann sagt Chris Danke und ihr baut Vertrauen auf. Dafür gibt es noch einen Erfolg und den habe ich noch gar nicht. Den erreichen wir vielleicht jetzt mit Let's Play jetzt. So, ich habe mir immer gedacht, mit dem Typen muss es doch irgendwie ein Easter Egg geben, aber es gibt keins. Ich habe keins gefunden, ich habe stundenlang ausprobiert, es gibt keins. Hast du mit Raketenwerfer auf ihn? Ja, habe ich wirklich gemacht und es kommt nichts. Es kommt einfach nichts. Nächstes Mal legst du eine Atombombe hin, da muss was passieren. Ja, gibt keine. Na, was ist denn das für ein Spiel? Nein. Also. Es ist nicht Call of Duty hier. Aber selbst, ne? Aber selbst ein Raketenwerfer müsste normalerweise aus dem Brei machen. Ja, klar, aber zu weit waren wir damals noch nicht. So, jetzt kommt auch bald schon die erste sehr, sehr kritische Szene, weil die nämlich echt schwer ist und sehr chaotisch. Zumindest wenn man das Spiel nicht kennt. Wenn man die paar Tricks kennt, dann ist es eigentlich sehr einfach. Und zwar, wenn wir da unten bei... Achso, guckt mal oben rechts auf die Karte. Ihr seht da auf der Karte ein kleines blinkendes Ding. Das ist ein Pfeil, der zeigt nach unten. Das heißt, das Ziel, unser Zielort ist im Moment unter uns. So, wenn wir hier runterspringen, ist es so ein blinkender Kreis. Und jetzt, das heißt, unser Zielort ist jetzt vor uns, oder zumindest auf unserer Ebene. So, dieses blinkende Dings, Pfeil hätte ich jetzt eben zugeordnet, dass das schon das Ziel ist. Nicht, dass man das erst unter ihm ist. Ja, es ist aber naja. So, wir haben jetzt ein bisschen Muni. Was haben wir denn da auf? Waren das Pflanzen? Nicht ja, das sind diese Kräuter. Aus den Kräutern wird immer sowas gemacht. Das ist ein bisschen unlogisch, aber so jetzt. Und wir haben jetzt dreimal Heil-Items. Sie hat Munition, ich habe Munition, ich habe eine Handgranate. Und jetzt kommen wir zu einer sehr, sehr kritischen Stelle, weil die nämlich echt nicht einfach ist. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal die Cutscene an, weil die Cutscene echt geil ist. Cut-Szene? Ja. Weißt du, was Cut bedeutet? Geschnitten, ne? Ja. Nein, es ist eine Szene zwischen den einzelnen Spielabschnitten. Das hat mit geschnittenen Versionen nichts zu tun. Ja, aber Cut ist geschnitten. Ja, es hat aber mit geschnittenen Versionen nichts zu tun. Ja, ist in Ordnung. So. Moment. Wer den Typen wieder erkennt, kriegt 10 Punkte. Kleiner Tipp, er hat uns die Waffen gegeben. Das ist unser erster Boss. Der erste Boss, den wir kämpfen müssen. Und der ist echt nicht einfach. Oh, der Typ aus hier Resident Evil Afterlife. Richtig, ne? Genau der ist das nämlich. Wobei aber, der aus Resident Evil Afterlife ist von da abgeguckt, nicht andersrum. Der war zuerst. Ja, dann kam der aus Afterlife. Aber ich bin mir nicht sicher, dass der abgeguckt wurde. Ich bin mir hundertprozentig sicher, weil erstens die Axt nicht die... Doch, das ist die genau das die gleiche. Das ist Haare noch aber selber. Ich glaube nicht, dass der abgeguckt wurde. Ich glaube, die wussten schon bei Teil 1, was bei Teil 2, Teil 3 und Teil 4 bringt. Ja, ich bin mir hundertprozentig sicher. Soweit werden sie es nicht gewusst haben, aber sie werden es vielleicht schon bei Resident Evil 4 gewusst haben, was sie Resident Evil 5 machen. Dann halt auch in Bezug zu dem Film. Ja, so, stimmt. Wichtig, ganz, ganz wichtig. Rennst du sofort zu dem Schrank hier hin und gibt Sheva die Anweisung, den zu bewegen. Denn dann schiebt ihr den vor die Tür und habt mehr Zeit hier drin, alle Items einzusammeln, was sehr, sehr wichtig ist, weil die Items hier echt nützlich sind. So, immer auch die Früchte angreifen und Munition einsammeln. Und hoppen wir hier schon. Ja, es ist okay.
Munition. Dann machen wir hier mal auf. Cool ist, wenn es Spiele gibt, wenn dann ein Charakter dir hilft und schießt, aber auf nicht Gegner schießt, sondern einfach nur rumschießt. Ja, das ist bei vielen Spielen so. Jetzt geben wir immer ein bisschen Muni. Weil sie nämlich, wenn sie Muni schon wieder verballert. So, wollen wir mal gucken. Wir warten erstmal, bis sie hier drin sind, weil weitere Items gibt's hier nicht. Noch viele Zombies, bevor der Endboss kommt. Ja, die spawnen auch unendlich. Das heißt, die rennen ohne Endboss mal rum. Aber es ist nicht wirklich gefährlich, weil die keinen Schaden austeilen. Zumindest die auf uns kaum Schaden austeilen. So. Aber jetzt kommen wir. Und jetzt ballern wir hier einfach raus. Nehmen wir mal weg hier. Ich wollte ihm eigentlich durchs Fenster gerade verpassen. Das geht. Aber ich weiß nicht, ob es auf der Version hier geht. Komm, komm. Ja. Ach schade, jetzt hätte ich eigentlich mal rechte Maustaste drücken müssen, dann hätte er bloß sowas gesagt wie Nice Shot oder so. Nice Shot. Ja. Wichtig, ihr könnt den Gegnern auch auf die Waffen schießen, dann lassen die Waffen fallen und teilen nicht mehr so viel Schaden aus, wenn sie zum Schlag kommen. Nein. Was war denn jetzt eigentlich nochmal Resident Evil 4? Wo spielte das denn nochmal? Das war in Spanien. Ach so. Ich will darüber! Schau mal da, ja, los. Was wohl bei Resident Evil? Das war in Spanien. Also, und es ging um Leon Kennedy, der. Ich kenne ja das Ende jetzt von dem fünften Teil hier nicht. Aber angeblich soll ich gehört haben, dass da so ein offenes Ende sein soll, dass man vermuten kann, dass es noch einen sechsten auf jeden Fall geben soll. Ja, wird es auch, weil es sonst unlogisch wäre. So, hier schön in die Ecke, dem flashen wir jetzt erstmal eine, weil hier jetzt nämlich richtig viele Gegner kommen. Und jetzt müssen wir echt aufpassen, weil der Boss gleich kommt. Wie nennt man die Teile? Oh, ich glaube, jetzt kommen wir gerade. Ja, da ist der Boss. Jetzt rennen wir hier auf jeden Fall weg. Oh, der Wirbelangriff. Der hat gerade seinen eigenen Typen geklatscht. Dumm, ey, ganz ehrlich. Der Fanggranate, wenn ich Punkt. Ja. Das putzt doch, glaub mir. Erste? Das sah aus wie eine Rauchgranate. Nein. Brennst du mal, du Penis? Nein, gib mir die wieder. Schau mal, du blöde Kuh. I catch a grenade for you. Stopp doch, du Bimbo. Scheiße. Ja, wenn es ein leichter Gegner wäre, dann hätten sie dazu geschrieben: Ah, ihr müsst euch nicht anstrengen. Wäre das gewesen. Aber ich finde, ohne dass ich die anderen Boss jetzt. So, wichtig, schießt das Ding hier runter. Aber ich weiter Stunt. Ich muss sagen, ohne dass ich jetzt die anderen Bosse gesehen habe, finde ich den Boss mal richtig geil. Also von dem Aussehen richtig geil. Ich ja, der ist auch ein Boss. Sehr geil, aber er ist auch sehr, sehr stark halt. Ja. Wichtig, er wird hier durch die Kästen ein bisschen aufgehalten, weil er die erst zerstören will, weil er ein bisschen dumm ist. Dann blitzen wir jetzt einfach mal auf den. Wow, nicht drauf, weil der. Was für Maschinenpistole? Ja, ja, ich weiß. Aber es geht mit diesen Items hier aus der Umgebung geht's besser. Und wichtig, sammelt schön immer alles ein, denn nach der Cutscene könnt ihr nichts mehr einsammeln. Dann ist alles weg. Das heißt. Oh, das kenne ich auch viele Spiele, dass genau das gleiche ist. Ja. Hier alles schön collecten. Da ist meine Maschinenpistole. Da müssen wir mal gucken, der kommt hier jetzt nicht gleich lang. Das ist auch so dumm. Der geht da draußen lang. Wieso geht der da draußen lang? Ja, das ist die künstliche Intelligenz eines Spiels. Aber ja, das ist immer so. Ja. So, immer jetzt wird's interessant. Hoffentlich stirbt er jetzt, weil sonst haben wir ein Problem. Stirb doch endlich, du Bastard! Oh, der muss langsam echt down gehen. Weil es hat keine Muni mehr. Scheiße, Shepard hat keine Munition mehr. Toll. Shepard hat eine Handgranate, die müsste mir mal geben. Werft ihr euch die zu oder wieso? Ach nee, die ist hinter dir. Was hätte ich gesagt? Wie werft ihr euch die zu? Ah, da kommt er nicht rein. Oder wenn er da reinkommt, dann seid ihr am Arsch. Ja, genau deswegen rennen wir jetzt auch weiter. Scheinbar halt mir lieber bitte vom Leib. So, so. Oh, ich bin da voll reingerannt. Ja, die kam in. Kam zurück, die Handgranate. Ein Bumerang, eine Granate. Er ist tot! Ja! So, jetzt droppt er nämlich ordentlich was. Zwar ein Goldring und der ist richtig viel wert. So, jetzt können wir ein bisschen was. Oh, ich hätte gerne das halt den Hammer genommen. Ja, den hätte ich auch gerne, aber dazu reichen selbst Chris Arme nicht aus, um den zu bewegen. So, das sieht jetzt sehr gefährlich aus, aber Leute, rennt einfach rum und sammelt die Items ein, das lohnt sich. Weil die eben danach wirklich weg sind. Ah, die verschwinden gleich dann, oder wie? Ja.
Also du willst dich anlatschen und diese ganzen Aktionen, die machen alle Flächenschaden. Das heißt, alle Gegner, die in die Richtung stehen, nehmen Schaden. Das ist sehr, sehr nice. Ey, du Penis, komm mal her hier. Ey, ich hätte sogar jetzt nochmal, das sieht so geil aus. Mir ist noch gar nicht aufgefallen, dass es bei Resident Evil hier ein neuer Part angefangen hat. Normalerweise sieht das doch dann durch Haken oder so kurz aus, ne? Ja. Nicht auf. Oh, rein. So. Und jetzt klatschen wir den nochmal eine. Ey, du Spaß. So. Unterhaken. Und jetzt setzt was. Und nochmal Haken. Wie gesagt, macht wirklich mal zu Haken, weil die dadurch spart ihr unheimlich viel Munition und teilt gleichzeitig sehr viel Schaden aus. So, jetzt rennt man ein bisschen. Ah, oh Mann, ich wollte meinen Ladschnitzel. Achso, habe ich das schon gesagt, falls ich nicht so viel rede. Ich habe von dem Spiel keine Ahnung. Ja. Das rede mehr Onion das Reden, aber ich sage ab und zu auch mal was. War der blind? Der hat ja die Augen zugehabt, oder? Ja, der war. Ne, der war nicht blind, der war einfach nur dumm. So, dann gerade. Jetzt rennen wir mal hier hoch. Spasti, du hast mein Apartment, was hier da. Okay, das war's jetzt, nämlich. So, oh mein Gott. Und zwar, ja, werden wir das sehen. Abgeholt. Nein. Besser. Viel besser. Er hat eben gesagt, ich werde das Tor zerstören, ne? Ja. Pass auf. In Deckung. Ja, völlig gute Deckung. Hehehehe. Evil. King Evil. So, das Ding ist, diese Explosion hätte jetzt auch den Henker ausgeschaltet, wenn er noch leben würde. Was ja bei weitem nicht mehr voll ist. Der ist ja schon ewig tot. Und ja, dadurch haben wir jetzt eigentlich das erste Kapitel geschafft. Wollen wir mal sehen, wir kriegen am Ende immer so eine schöne Bewertung von Präzision, besiegte Gegner, Tode und benötigte Zeit. Präzision ist in Ordnung, besiegte Gegner haben wir sogar sehr, sehr gut, gestorben ist aber gar nicht, was ein S ist, benötigte Zeit ist auch okay und am Ende haben wir ein S gekriegt. So, wir machen hier jetzt erstmal einen ganz kleinen Schnitt. Ja, würde ich auch sagen und wir sehen uns dann im nächsten Kapitel wieder. Genau. Bis bald.